Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ja, das tut mir leid, dass ich jetzt erst Videos drehe, aber ich hatte letzte Woche Geburtstag gehabt. Ich bin 22 Jahre alt geworden und ich hatte wirklich viel zu tun gehabt mit Feiern und auch sonstiges. Heute wollte ich euch meine ganzen Geburtstagsgeschenke zeigen, die ich bekommen habe. Ja, ich würde sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Wie ihr seht, ich habe meine Haare schwarz gefärbt. Das ist jetzt schwarz-blau. Ist jetzt nicht ganz, also nicht ganz blau, aber das ist so ein Schimmer, ein schöner Schimmerblau. Es schimmert sehr schön in der Sonne und ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe. Mir steht persönlich schwarz einfach viel, viel besser. Mein Gesicht kommt besser zur Geltung. Es sieht einfach besser aus. Also für mich, und viele sagen auch, ja, mach doch wieder schwarz. Und dann habe ich mir überlegt, wieso eigentlich nicht? Und ja, und das habe ich letzte Woche gemacht, einen Tag vor meinem Geburtstag. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Also, das erste Geschenk, das habe ich jetzt hier. Mein Schatzi hat mich ins Kino eingeladen. Ich wusste davon überhaupt noch nichts, bis er gesagt hat, mach dich fertig und so weiter. Und das ist mein Lieblingsfilm. Also wir waren in meinem Lieblingsfilm in Titanic 3D. Das ist hier, wenn ihr das sehen könnt. Und zwar hat die Karte gekostet 11,10 Euro, weil das in 3D war. Da musste man so Brillen anziehen. Und ich muss sagen, der Film in 3D ist ja wirklich super. Also man denkt, es kommt was entgegengeflogen. Es ist wirklich einfach die Qualität. Kann man nicht vergleichen mit einem HD-Fernseher oder mit DVD oder auch Video. Also ich finde es halt persönlich besser im Kino zu gucken in 3D. Und ich liebe diesen Film einfach wirklich. Der ist sowas von toll. Das ist das erste Geschenk, ja. Dann habe ich von meiner Schwester... Nee, da kommt jetzt noch dazu, ich habe von meinem Schatzi habe ich noch Rosen bekommen, die habe ich auch hier. Habe ich schon in einer Vase gestellt, das sind die hier. Und zwar einmal, man sieht es vielleicht auch nicht so wegen dem Licht, das ist wirklich furchtbar. Ich kann mich nur noch entschuldigen wegen dem Licht. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was erkennen. Also hier einmal so zwei rote Rosen, die seht ihr, hier seht ihr das noch ganz genau. Dann leider ging bald kaputt. Pinkfarbene Rosen. Und davon 1, 2, 3, 5 Rosen mit hier noch so Verzierungen und hier so Blätter. Ja, das ist das zweite. Und dann habe ich von meiner Schwester was ganz Deutliches zum Geburtstag bekommen. Einmal, das habe ich auch hier. Das ist hier dieser Lippenpflegestift. Das ist der von Kay de Avera. Das ist der hier. Und zwar ist das, der Duft ist wirklich traumhaft. Der ist wirklich, ihr seht die Farbe, das ist aber nicht, das ist so bräunlich, ist das so. So Kupferfarben mit Gold, so könnte man das sagen. Das ist aber nicht braun auf den Lippen, beziehungsweise es wirkt sehr, sehr schnell ein. Es ist weich auf den Lippen. Es ist nicht, der Ton ist jetzt nicht so ausgeprägt auf den Lippen. Und zwar ist das wirklich ein schöner, also man kann ihn vor dem Lippenstift auftragen. Das mache ich meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel einen roten, einen braunen oder auch einen pinken Lippenstift nehme. Mache ich erst den drauf und dann sind die Lippen richtig gepflegt. Ihr seht jetzt nicht richtig was, das ist auch wirklich nicht dunkel. Das ist halt ein Labello und zwar mit Cola-Duft. Ja. Also er riecht wirklich wie, ihr kennt bestimmt alle Kaugummis Cola-Duft, also Cola-Geschmack. So gibt's ja mit Cola, es gibt ja verschiedene Sorten Kaugummis und so müsst ihr euch den vorstellen, so riecht der auch wirklich. Also jetzt nicht wie Cola zu trinken, so intensiv ist es nicht. Aber ihr kennt bestimmt die Center Chocks. Und so genau riecht das, wirklich, originell so. So, dann habe ich von meiner Sis, von meiner Kleinen, habe ich noch was ganz Süßes bekommen. Ich habe da auch gedacht, das ist ja ganz goldig. Das ist ein Tee, und zwar ein bestes Schwester-Tee. Hier steht es auch drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt.
mit hier so einer, mit einer Figur hier vorne. Ja, doch, jetzt sieht man es vielleicht. Und der ist wirklich goldig. Also ich, mit hier noch Blümchen sind hier noch drauf. Könnt ihr das erkennen? Und noch hier so Blümchen. Und hier steht halt beste Schwester T. Und hier so Figürchen, da ist mein Name. Und hier steht Be Happy. Also ich bin glücklich, heißt es. So, das ist das nächste. Da habe ich von meiner Schwester noch bekommen. Ein Schlüsselanhänger. Und zwar, ich habe mich da wirklich gefreut. Ich fand es sowas von süß, dass sie mir das hier geschenkt hatte. Und das habe ich auch gleich an meinen Schlüssel gemacht. Das ist Topmodel. Ja, also ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil das ist einfach süß, wenn eine kleine Schwester einem sowas schenkt. Ich finde das einfach süß. Könnt ihr das sehen? Hier mit so einer Frau drauf. Hier steht Top und da Model. Ja. Habe ich auch gleich hier dran gemacht. Mein Schlüsselbild. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten. Das habe ich von meinem lieben Opa bekommen. Das ist das Parfüm von Britney Spears. Das, ich glaube, etwas neuere. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das ist wirklich, es riecht einfach traumhaft. Man macht es drauf. Es bleibt wirklich bis abends drauf. Natürlich geht der Duft auch verloren ab und also am Tag, ne? Das bleibt nicht aus. Beim teuren Parfüm kann das eher der Fall sein, dass es lange hält. Aber bei, ich glaube, das hat wie viel gekostet? Lasst mich überlegen, ich glaube so um die 15, 16, vielleicht auch 20, bin mir jetzt nicht sicher. Und ich, der Duft ist wirklich, und hier seht ihr diese diese Verzierungen. Ich finde, das ist ein Traum. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe mich richtig gefreut. Und wenn man das aufmacht, machen wir, und dann ist das hier so pink. Seht ihr das? Das ist richtig toll. Ich liebe ja pink und alles so glitzert. Und ich finde, das hier ist der Hammer. Das ist Bombe. Also das Parfüm, hier seht ihr nochmal, das ist wie so Diamanten. Nur natürlich so Steinchen oder einfach sowas draufgeklebt. Ich finde das toll. Alleine auch wie das hier mit dem Deckel kann man aufmachen. Und dann ist der hier so. Also, ihr müsst euch vorstellen, der Duft, der riecht frisch. Er riecht angenehm frisch auf jeden Fall. Etwas süßlich, so richtig, richtig lecker. Ich kann es nicht beschreiben. Er riecht auf jeden Fall frisch und ich trage den wirklich tags, also am Tag, auch abends. Also abends eher weniger, wenn ich weggehe, trage ich schon einen intensiveren Duft. Aber den hier, der ist, kann ich euch nur empfehlen. Den habe ich von Müller, also wie, beziehungsweise ich habe zu meinem Opa gesagt, dass ich mir, wenn ich mir was wünschen darf, dann möchte ich das Gefühl haben. Also wirklich, der Duft ist einfach traumhaft. Wenn ihr den drauf habt, das riecht sowas von lecker. Ja, das ist das. Und dann habe ich von meiner Oma, habe ich hier nochmal Rosen bekommen. Das, ja, die gehen leider ein bisschen kaputt. Ich versuche die so gut wie es geht immer zu halten. Und wenn die trocknen, dann sprühe ich einfach Haarspray drauf. Und das hält dann wirklich auch ewig, hoffe ich. Also Rosen sind sowieso meine allerliebsten Lieblingsblumen, die es gibt. Für mich sind Rosen einfach wunderschön. Sie haben irgendwie so eine schöne, sie haben hier diese schöne Form, wenn ihr das hier sehen könnt. Ich finde, diese Farben sind einfach wunderschön. Sie passen sich sehr gut an, so richtig samtweich. Die Rosen sind einfach wunderschön. Und generell Rosen, auch so blaue oder auch weiße, gelbe, es gibt draußen verschiedene Farben. Und ich finde einfach so wirklich. Ja, das sind die Rosen von meiner Oma. Dann habe ich von meiner Oma noch bekommen. Schatz, ich habe keine Zeit, ich bin im Video drin. Das ist nur mein Schatzi, der kam von der Dusche gerade. Dann habe ich von meiner Oma noch bekommen. Das ist noch hier dabei gewesen. Das ist hier so ein Briefumschlag, ein grüner. Ja, das ist für den Frühling ganz schön, finde ich. Und ich finde das wunderschön. Diese Bilder mit diesen Rosen drauf, das werde ich auch auf jeden Fall in die Wohnung hängen. Auf jeden Fall.
nicht richtig. Ja, mein Schatzal. Ja, da war auf jeden Fall Geld drin. Wie viel jetzt drin war, möchte ich jetzt nicht hier sagen. Ich finde, bei Geld hört die Freundschaft auf. Finde ich persönlich, im Internet muss es nicht unbedingt preisgegeben werden. Auf jeden Fall, hier war Geld drin, hier was Schönes geschrieben. Und dann habe ich von meiner Oma noch bekommen Süßigkeiten, Süßigkeiten ohne Ende. Einmal hier diese Konfekt-Weckau. Das sind so Schokoladen, das sind diese Bonbons. Also ich lutsche immer Schokolade, ich mache ein Stück ab, wenn ich Schokoladen nehme und lasse erst auf der Zunge zergehen. Und es gibt so einen leckeren, ich liebe Schokolade sowieso. Also hier das einmal. Ganz normale so Schokoladendinge. Dann habe ich so Butterkekse bekommen. Und meine Oma kennt mich, ich will am Abnehmen bin ich. Das ist mit weniger Zucker, da steht's. Das sind die von Leibniz. Das ist mit, das ist weniger Zucker, aber es gibt auch noch welche mit Weizen drin. Die finde ich auch sehr lecker, die machen auch schon satt. Genau. Dann habe ich noch bekommen die neuen Softcake in Himbeer. Hier vorne steht es. Könnt ihr das erkennen? In Himbeer mit Raspberry und Raspberry. Also wirklich, die probiere ich mal aus und dann kann ich euch ja mal sagen, wie die geschmeckt haben. Also ich kenne nur die normalen mit Orange, glaube ich, sind die. Schmecken auch super lecker. Am besten, wenn man die gekühlt, wenn man die gekühlt ist. Find ich noch besser. Ja, dann habe ich von meiner anderen Oma und von meinem Opa habe ich zum Geburtstag einen Brief geschickt bekommen. Meine Oma und Opa wohnen beide in Bayern, also in Aschaffenburg da in die Richtung. Und die haben mir jedes Jahr zum Geburtstag schicken die mir was zu Weihnachten, zu Ostern. Ich finde das immer ganz gut. So kann man wenigstens etwas Kontakt haben. Es ist ja auch ein bisschen weit entfernt von Kirchheim bis Bayern, also ich finde, das ist kein Katzensprung. Ja, das ist hier der Brief mit so einem Blümchen hier. Und hinten ist ganz normal. Und das ist mit einer Blume. Ich glaube, das sind Orchideen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mit Blumen. Und ich liebe ja Blumen. Und Oma weiß es auch. Ja, da war auch Geld drin. Das will ich auch nicht sagen, wie viel. So, das war das. Und dann habe ich noch, jetzt muss ich überlegen, das hier, das ist der Hammer. Das hier. Das habe ich von meinen lieben, lieben Schwiegereltern zum Geburtstag bekommen, von beiden natürlich. Das ist ein Schminkkoffer, könnt ihr ja schon sehen, ganz schlicht in Silber gehalten, mit hier sowas dran, wo es herkommt, glaube ich, von Margins. Aber der Preis weiß ich nicht, ich habe das wie gesagt zum Geburtstag bekommen und da verrät man ja nicht, wie teuer das ist. Ja, ich wollte heute mit euch zusammen das Watchen, die Farben. Ich habe das heute schon aufgemacht, wie ihr das sehen könnt vielleicht. Also ganz wenig. Ich habe so rosa erst gemacht, dann habe ich mit Pink ein bisschen, dann mit Lila, damit das mit dem Auge das eine Tiefe gibt. Und ich finde es super, wirklich die Farben geben eine super, super tolle Abgabe von den Farben. Prima. Zum Verblenden ist es einfach perfekt. Ja. Das Video wird sonst zu lange. Ich mache jetzt einen zweiten Teil und dann bin ich wieder gleich da. Sonst wird es einfach zu lange. Und das ist, finde ich persönlich, ist es dann auch nicht schön, wenn man eine halbe Stunde es anguckt. Dann kann man es lieber in zwei Teilen aufteilen. Finde ich persönlich besser. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, ich habe noch gar nicht... Ich muss immer mal in der Kamera gucken, einen Moment.